Die kraniomandibuläre Dysfunktion oder häufig hört man auch die Myoatropathie. Das sind so Begriffe, so Dunstkreise, die für Gesichtsschmerz verwendet werden von Zahnmedizinern. Im Studium hatte ich immer das Problem, dass es da keine genaue Klassifikation gab. Es gab keinen genauen Fahrplan. Und ich habe jetzt vor kurzem eine YouTube-Frage bekommen, wo ich sehe, dass sich da nicht viel geändert hat. Und da ich schon einige Videos zur kraniomandibulären Dysfunktion gemacht habe, hier noch einmal so eine kleine Zusammenfassung. Zuerst einmal, ja, es gibt Menschen, die kommen in die Ordination und haben einen Kieferschmerz, haben einen Gesichtsschmerz, haben Zahnschmerzen. Diese Schmerzen sind relativ einfach zu erklären. Meistens zurückzuführen auf nächtliches, unbewusstes Pressen. Das Problem jedoch ist, dass natürlich dieses Pressen in der Nacht unbewusst passiert und wenn man tags darauf aufwacht, dann hat man keine Zusammenhänge, woher dieser Gesichtsschmerz kommt. Jeder, der mal wandern war und am nächsten Tag aufwacht und er hat Gelenkschmerzen oder er hat eine Muskelkater, ist nicht beunruhigt, weil er eben eine Kausalitätskette hat. Der aufmerksame Arzt oder der aufmerksame Studierende, dem wird auffallen, dass die meisten Schmerzpatienten, Gesichtsschmerzpatienten, finden sich in so drei großen Gruppen. Und die erste Gruppe sind relativ junge Menschen. Das ist häufig, wenn die Paarungszeit beginnt. Das heißt, da wird sehr häufig gepresst und man ist unter Stress ausgesetzt, wenn man also entdeckt, ah, da gibt's Männchen, da gibt's Weibchen und die Mädels zwei Drittel, ein Drittel, das sind so alles so Worthülsen. Die zweite Phase, wo dann Menschen sehr gerne pressen und so also unbewusst Stress abbauen, ist die Berufsanwärterschaftsphase, wenn man also vom Studium in den Job wechselt oder von der Schule in den Job, und die dritte Phase, die Familienphase, wenn man dann selber entweder Familie schon gegründet hat oder Frauen, so um die 30, wenn sie also Stress haben und in der Planungsphase sind. Da kommen sehr viele Menschen und klagen über einen Gesichtsschmerz, und was dann häufig passiert, dass hier Symptome verknüpft werden und dem Patienten eine Pseudodiagnose aufgeklatscht wird. Was bedeutet Symptome verknüpft? Jeder weiß, dass Gelenke, ich weiß nicht, ob ich es jetzt reproduzieren kann, knacksen können. Und beim Kiefergelenk, wenn das Kiefergelenk knackt, dann wird dann, wenn ein Patient mit einem Schmerz kommt, mit einem Gesichtsschmerz, und es knackt dann vielleicht noch, dann wird dann sofort die Diagnose kraniomandibuläre Dysfunktion aus dem Keller geholt. Das Gleiche, wenn zum Beispiel die Mundöffnung abweicht. Ihr wisst, da gibt es ja auch von der Nomenklatur, wenn es abweicht zu einer Seite, das ist die Deflexion, wenn es abweicht und wieder zur Mittellinie zurückkehrt, die Deviation. Auch da beschäftigen sich dann Gurus, und was dann eben kommt, ist, dass man also beginnt, hier Diagnosen und Symptome krampfhaft zusammenzutun. Niemand in der Orthopädie, also in der gesamten Medizin, würde ein Gelenkknacken therapieren. Nur die Zahnärzte, da wird also Gelenkknacken dann als was Pathologisches dargestellt. Was aber nicht pathologisch ist, bis heute gibt es hierfür keine Studien. Ich kann immer nur verweisen, es gibt ein sehr gutes Buch, dann in den Kommentaren anführen. Ihr findet dann den Link, wo man eine recht gute Zusammenfassung findet von Studien, was es bezüglich Kiefergelenk Neues gibt. Und ihr werdet sehen, dass also sich da eigentlich nicht viel getan hat. Dass ja, das Kauorgan ist ein Abbauorgan für Stress, und ja, das kann dann, wenn man in der Nacht unbewusst presst, bis zu Migräne, Kopfschmerzen und alles Möglichen führen, aber das ist nicht behandelnswert. Und ich erlebte es und erlebe es immer wieder im Forum oder auch per E-Mail, aber auch in der Ordination, wo Patienten vor vielen Jahren kamen
mit einem Beschwerdebild eben, dass sie einen Gesichtsschmerz hatten. Danach klärte ich sie auf. Ein Teil der Patienten ist glücklich und hatte dann nicht mehr diesen Leidensdruck oder dieses Problem damit. Ein Teil der Patienten durchwanderte dann die klassische Zahnkarriere mit allen möglichen Schienen und Entspannungstechniken und, um dann letztendlich wieder in der Ordination zu landen und dann zu sagen, du, eigentlich war alles für die Fische, ich habe das noch immer, bin jetzt vielleicht dann auch noch zahnlos und habe aber noch immer diese, hin und wieder diese Beschwerden. Denn was sehr häufig gemacht wird, dass aufgrund des Schmerzes behandelt wird, und das ist vielleicht das Wichtigste, was man sich als junger Arzt oder als Student merken muss, Schmerz alleine ist nie eine Behandlungsindikation. Natürlich ist der Schmerz für den Patienten die Triebfeder für eine Behandlung. Aber ihr wisst ja, wenn ich jetzt hergehe und sage, ein bösartiger Tumor, Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit, das tut überhaupt nicht weh. Hingegen ein Schlag gegen Schienbein tut sehr wohl weh. Und wenn ich jetzt die Dinge vergleiche, was also behandlungswürdig ist, dann würde ich, wenn ich jetzt nur nach dem Schmerz mich orientiere, immer eine Fehlentscheidung treffen. Was kann man sich jetzt für einen Fahrplan für sich selber als Behandler zurechtlegen bei diesem Gesichtsschmerz? Zuerst einmal nicht mit einer Diagnose herumwerfen, die es so de facto gar nicht gibt. Eine kraniomandibuläre Dysfunktion würde bedeuten, man hat eindeutig eine Funktion definiert. Das heißt, ich kann ja nur eine Dysfunktion benennen, wenn es eine genaue Funktion gibt. Und es gibt keine Studie, die zeigen würde, dass der Mund oder dass es schlecht ist, wenn der Mund ein bisschen abweicht oder wenn der Mund Deviation zeigt oder wenn die Mundöffnung nur 4 cm anstatt 5 cm ist. Das sind ja alles willkürlich festgelegte Punkte, und sobald ich den Patienten mit einer Diagnose stigmatisiere, tue ich ihm nichts Gutes. Das ist so wie nach dem Motto, wenn ich jetzt sage, bitte denke nicht an grüne Elefanten, na, in dem Moment denkt man natürlich an grüne Elefanten. Das heißt, weg einmal mit diesen Pseudodiagnosen, die ja eigentlich nichts bringen, außer, ich meine, wenn mein Ziel es ist, dass ich Schienen verkaufe oder dass ich dem Patienten irgendetwas andrehe, im Sinne Geschäfte machen, naja, na, dann ist natürlich diese Diagnose, diese Pseudodiagnose hilfreich. Wenn ich dem Menschen aber helfen will, wie gehe ich vor? Das Erste ist, ich muss einmal alle krankhaften Veränderungen ausschließen. Das heißt, ich schaue immer mal im Mund, schaue, sind die Füllungen dicht, hat er vielleicht irgendwo eine kleine Tasche, ein parodontales Problem, ist die Schleimhaut zart rosa, zeigt sie eine feine Stippelung. Ich schaue mir das Röntgenbild an, schaue mir genau die Grenzen um die Wurzeln an, habe ich irgendwo eine Verbreiterung von einem Parodontalspalt, ein Hinweis vielleicht auf eine Pulpitis, habe ich irgendwo eine Entzündung, eine chronisch apikale Parodontitis oder eine Sinusitis vielleicht. Das heißt, all diese Sachen schließe ich einmal aus. Und während ich das ausschließe, kriegt man ja schon sehr viel auch Information seitens des Patienten. Ist das eher ein ruhigerer Patient? Ist das eher ein nervöserer Patient? In welcher Lebensspanne befindet er sich? Und dann erkläre ich ihm einfach dieses nächtliche unbewusste Pressen. Ich erkläre ihm die Zusammenhänge zwischen Stress und Kaube und eben Pressverhalten. Und bei den meisten, ihr werdet beobachten, wenn ihr das dem Patienten so erklärt, dann macht es meistens so ein, ich befinde mich gerade, ich habe mich gerade getrennt vom Freund oder ich habe jetzt Prüfungen auf der Uni, und plötzlich merkt man dann, wie dem Patienten diese Kausalitätskette bewusst wird, und zu 99% ist das Thema dann vergessen. Wenn ich natürlich in dem Moment dann auch noch eine Schiene verordne, das heißt, der Patient kommt, weil er sich gerade getrennt hat und unbewusst in der Nacht herumpresst, und er geht dann nach Hause mit einer Diagnose, kraniomandibuläre Dysfunktion plus einer Schiene, dann hat er ja nicht nur eine Diagnose, die ihn beunruhigt, sondern er hat noch etwas in den Mund bekommen, wo er immer wieder auf das Problem fokussiert. Erinnert euch an die grünen Elefanten, und das Ganze kann eine Endlosgeschichte werden, die dann häufig begleitet wird von Dr. Hopping, die
Menschen, die Patienten rennen dann von Pontius zu Pilatus. Dann gibt es natürlich auch bei diesen Kiefergelenksgeschichten selbsternannte Gurus, die dann mit allen wilden Pseudotherapien und Pseudoschienen und die Patienten hier therapieren. Viele von denen werden natürlich vom Patienten bestärkt, weil es passiert ja auch, dass der Patient dann zurückkommt, wieder zum Arzt, die Schiene bekommen hat und aber nicht mehr in der Nacht presst, weil, ich sage jetzt, der Liebste wieder zurückgekehrt ist oder weil eine neue Liebe gefunden wurde. Das wird aber dann natürlich nicht dem Stressabbau zugeordnet, sondern der Schiene, das heißt, der Schmerz ist weg. Der Patient kommt zum Arzt, sagt, oh, boah, die Schiene hat mir geholfen. Und der Patient, also der Arzt als auch der Patient glaubt dann noch mehr an den Erfolg dieser Schiene. Das sind so Phänomene, die man sehr stark beobachtet. Ich gebe immer dieses Beispiel, wenn jemand glaubt, dass der Biss irgendetwas mit Kiefergelenkschmerzen oder dass der Biss irgendetwas irgendeiner Funktion mit der Halswirbelsäule zu tun hätte, dann gebe ich immer zu bedenken, was wäre mit den ganzen Vollprothesenträgern, ja, die irgendwie beißen, was wäre mit den ganzen Menschen in der zweiten und dritten Welt, die irgendwie beißen und wieso finden wir diese ganzen osteopathischen Geschichten und diese ganze Problematik mit Halswirbelsäule hauptsächlich in der ersten Welt. Der Grund ist einfach, weil natürlich in der ersten Welt gibt es sehr viele Stressoren, Mobben, Stalken, 8-to-5-Jobs und. Das führt eben zu nächtlichen Pressen und zu nächtlichen Stressabbau. Und das führt dann zu einem Gesichtsschmerz, der aber in der Regel eigentlich harmlos ist. Das heißt, zusammengefasst, ganz einfach zuerst, wenn ein Patient mit Schmerzen kommt, ausschließen von jeglichen Erkrankungen, die sichtbar sind. Der Schmerz alleine ist keine Erkrankung, der Schmerz ist ein Symptom und sollte für den Arzt jetzt nicht eine Behandlungsindikation darstellen. Wenn alle möglichen Erkrankungen ausgeschlossen ist, dann eine gute Aufklärung, dem Patienten diese Zusammenhänge begreifbar machen und in der Regel ist es dann damit getan. Vielleicht noch so als kurze Nebenbemerkung, das Pressen und Knirschen kann auch zu Zahn-Hals-Problemen führen, empfindlichen Zahnhälsen. Ihr wisst ja, der Zahnhals wird bei der Schmelz-Zement-Grenze, wird der Schmelz sehr dünn. Und wenn der Patient jetzt in der Nacht presst, kommt es immer zu paraaxialen Auslenkungen der Zähne und der Schmelz kann in dem Bereich sehr feine Risse bekommen. Was spürt der Patient? Das ist wie wenn ihr so eine Plexiglasscheibe nehmt und die Plexiglasscheibe biegt, dann bekommt die so lauter feine Risse. Und das kann dazu führen, dass der Patient also dann nach solchen Pressodysseen tags darauf empfindliche Zahnhälse hat, Zahnschmerzen hat. Da einfach Sensodynerapie zum Beispiel nach dem Zähneputzen auftragen, einmassieren, nur noch ausspucken, hilft in der Regel ebenfalls und man muss da also keine großartigen Therapien machen. So viel vielleicht zur kraniomandibulären Dysfunktion. Unten habt ihr noch Links von anderen Filmen zu diesem Thema betreffend. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit.